Mann. Ich habe gute Neuigkeiten. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Jo, aber erstmal nach Nebenmission achten. Ja, auf Nebenmission achten. So, Nebenmission. Tja, da haben wir wieder einige. Wer gegen uns vorgeht, Kanal wechseln, Trickaufnahmen. Sind wir dann im nächsten dran. Ihr frühere Entscheidung machen wir jetzt. Und bevor wir die Bombe entschärft haben, machen wir das. Nee, nachdem wir, meine ich. Finde ich auch immer geil, weißt du? Das ist eine Bombe, die wissen, dass es eine Bombe ist, aber stehen davor und gucken das Ding an. Ich zweifle manchmal echt an dem Wissen von den Typen. Schon mit der US-TV. Die Welt betrauert den Fall von Empire City. Oh, aber ein neuer Bericht, glaube ich. Gravierende Auswirkungen. Als wichtiger Wirtschaftsplatz hat die Zerstörung der Stadt eine destabilisierende Wirkung auf die Wirtschaft des Landes wie auch auf die Weltmärkte. Wichtige Ölimporte verzögern sich. Das Zentrum des US-Handels, die Empire-Aktienbörse, ist zerstört, was unser Land Milliarden kostet. England, Frankreich und Deutschland sagten den USA ihre Unterstützung zu in dieser Krise, haben aber alle Reisen in unser Land untersagt, bis mehr über die Empire-Gefahr bekannt wird. Trotz der globalen Wirtschaftskrise macht ein Unternehmen weiterhin Profit. Vermark 88. Die südafrikanische Sicherheitsfirma verkündete heute, man sei nunmehr das größte private Militärunternehmen der Welt. Vermark erhöhte seinen Umsatz um 43% in den letzten 5 Jahren, vor allem dank lukrativer US-Aufträge für den Krieg im Irak. Okay. Aber, na gut, dann machen wir doch die hier. Wir sind ja, oh, guck mal. Cool, hier kam ja auch der Bericht und jetzt stehen ja zig Leute. Finde ich ja cool. Wer gegen uns vorgeht. Diese Kriminellen von der Miliz feiern bei der Kathedrale eine Party und entehren eine wichtige Institution. Könnten sie sie vielleicht vertreiben? Natürlich. Die Spacken haben uns und unseren Doktor umgebracht. Deshalb bringen wir jetzt sie um. Oh, Verzeihung. Okay, das wird eine etwas größere Metzelei. Wenn man das Metzelei nennen kann, ist ja nur etwas rumschießen. Hoch. Na, jetzt. Wer ist das? Ja, ich bin's. Warte mal, kann man hier nicht? Man kann doch. Wie geht das? Ach so. Okay. Also man kann ja auch die Hand wechseln, mit der man schießt. Na, du Spacken. Jetzt latscht er nicht weiter mit deiner Affe. Pam. Oh Mann. Au! Alter, der hat mich getroffen, verdammt. Das Geile ist, hier kriegt man keinen Fallschaden. Das heißt, du kannst von sonst wo runterspringen, da passiert nichts. Da bricht man sich auch nichts. Ne? Ist mir nur irgendwie mal so aufgefallen. Die ist scharf. Granaten, die machen gar nichts. Ne? So, da ist der Typ. Ja, diesmal nicht, diesmal nicht. Perfekt. Geil. Schnauze! Patz! Komm, du bist doof. Alter! Junge! Die mich immer erschrecken, die Typen. Das ist unfassbar. Das Ding kommt immer so angeflogen. So. So, das war's auf der Ebene. Denke ich, hoffe ich. Hi Leute, hier, guck mal, ich hab was für euch. Oh, der hat's hinter sich. Nein! Ach, der ist schon futsch, okay. Räumen Sie die Miliz vor der Kathedrale. Oder von der Kathedrale, weiß ich jetzt nicht. Wir könnten die wirklich alle vom Dach schuppen. Feuer! Feuer! Die haben auch so eine Stimme wie, weiß ich nicht. Kann nicht definieren, auf jeden Fall hört sich scheiße an. Pam, pam, komm. Sprengkommando, warum Sprengkommando? Oh, jetzt haben wir aber Erfahrung gekriegt, Mann, Mann, Mann. Ich hab ein Schild.
Wo ist der andere? Hä? Ah. Kriegt den Finisher ab. Patz! So. Wieder etwas heldenhafter geworden. Sind bis jetzt nur einmal sehr heldenhaft geworden. Das brauchen wir ja nicht. Wir gehen jetzt da zum Wegpunkt hin. Endlich mal. So, komm. Dich nageln wir dann noch fest. Nageln. Ja, so. Das kommt natürlich mit. Und da ist natürlich wieder mal eine Bombe. Ganz zufällig ist eine Bombe, wo wieder zig Leute davor stehen. Und sich wundern, was ist das, obwohl sie wissen, dass es eine Bombe ist. Es piept und es wird immer schneller. Da kann man sich denken, dass es eine Bombe ist. Bitte, ne? Gut. Oh, noch eine Entführung. Mann. Nicht gut, dass die Typen sich ducken übrigens. Oh, wo ist der? Da. Ja, ja. Jetzt haben die von oben alarmiert. Oder auch nicht. Gut. Gehen wir doch mal zum Wegpunkt endlich mal. Bevor wieder was dazwischen kommt. Wie die Typen da oben. Wo sind der Sniper? Na, kommt an die Kante. Alter, den Scheiß, Mann. Die ist scharf. Die geht hoch. Na komm, schieß deine Rakete. Ich will's probieren. Ey, was ist denn das für ein Affe? Ganz ehrlich. Ich hab einen Raketenwerfer, aber ich bin zu blöd, ihn zu benutzen, weil ich ein Scheißtyp von der Miliz bin. So, dann in den Hof. So kommt er jetzt. Boah, noch. Alter, Mann, ist denn der mal K.O., verdammt? So, jetzt. Pam! Da ist es doch. Oh. Boah, die mal erstmal fett Rauchgranaten werfen, weißt du? Alles davon nebeln. Doch da mal rinbomben. Okay. Ich hab die wahrscheinlich getroffen einmal. Aber nicht oft genug. Warum stehen genau da Typen? Alter! Boah. Alter, lass mich. Boah. Die sich alle vor Schmerzen krümmen, aber das haben sie auch verdient. So, und jetzt endlich mal das. Meine Mutter war in Empire City. Ohne ihre Hilfe wäre sie verhungert. Oh, oh. Aha. Was für ein guter Mann. Vielen Dank. Und jetzt? Oh hey! Ich habe mein Essen geteilt! Zum Teil! Wo bleibt Markus? Okay. Schön. Jetzt haben wir einen Kuss gekriegt, das war's. Alter, wie oft wollen die noch Berichte bringen? Die Zerstörung geht weiter an der Ostküste der USA und hinterlässt tausende Tote und zigtausende sind obdachlos. Ganze Städte verschwinden binnen weniger Stunden, während sich die mysteriöse Gefahr aus dem Empire-Vorfall ihren Weg weiter nach Süden bahnt. Obwohl Washington DC der Gefahr von Empire entkommen ist, steigt weiterhin die Gefahr von Unruhen. Heute versammelten sich wütende Demonstranten auf dem Rasen vor dem Kapitolgebäude. Sie forderten Essen, Arbeit und politischen Umbruch. Mehr als 30% der Amerikaner sind mittlerweile arbeitslos.
und Nahrungsknappheit sorgte bereits für landesweite Unruhen. Die Kundgebung fand statt, als ein Senatskomitee Beratungen begann über die Amtsenthebung von Präsident Navarro. Meineid und Behinderung der Justiz warf man dem Präsidenten vor, im Zusammenhang mit umstrittenen Ermittlungen in der Empire City Sperrzone. Also nicht, dass ich die Berichte scheiße finde, aber die... Also damals kam die nicht so oft. Na, ich weiß ja nicht, ob der Patch da was verändert hat, aber... kommt mir so vor. Kommt wirklich ziemlich oft. Ich dachte, die kommen immer mal nach einer Story-Mission, einmal. Aber wahrscheinlich nicht. Na gut.